Hallo und ein weiteres herzlich willkommen zu einer neuen Folge in einer neuen Woche. Ja, ich habe mich jetzt gleich mal hier auf Onas Hof teleportiert, weil die letzte Szene war ja Pyrokar, weil ich meinte, ich hätte ihm mit ihm noch was quatschen müssen. Nee, aber das war ja so, ich habe noch mal im Logbuch geguckt, falls mich ein Suchender besessen machen würde, sollte ich dann zu Pyrokar hingehen. Ja, dann noch vom lieben Alain Dufault den Tipp bekommen, geht er noch zu Carsten und macht die Quest mal weg. Also die Werkzeug kann man gut gebrauchen, Quest. Und was stellen wir fest? Hier ist kein Carsten. Wo ist der Carsten hin? Ist der hier? Nee. Ach ja, die ganzen Fässer und Truhen, die könnte ich auch mal irgendwie herausholen, aber weiß auch von früher, die haben mich genatzt. Ja, wo ist denn Carsten? Das ist doch alles nur Gerede. Ich kann das nicht glauben. Das ist jetzt echt ulkig. Es ist 16.13 Uhr. Carsten hat ja auch so ein Cappy auf, nach meiner Erinnerung. Nö. Carsten ist hier nicht. Vielleicht kann mir einer helfen, wo Carsten abgeblieben ist. Ja nicht, dass das alles ist. Denn der ist bei mir irgendwie in Vergessenheit geraten. Ich kann aber nochmal so in die Richtung gehen. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn da finden werde. Nee, auch nicht. So, oder? Ja, schade. Leider wird der Bock wahrscheinlich hier wieder unsichtbar sein mit dem alten Renderer. Gucken wir mal eben. Hier war doch... Ja, da ist er. Da ist der Bock immer noch unsichtbar. Ja, schade. Gut, okay, müssen wir halt eben einstecken, dass das nicht so... da ist noch was anderes. Drachensnapperchen. Auweiale. Auweiale. Speichern. So, dann sich halshalber nochmal einstecken. Und vorher nochmal gucken, ob ich eventuell Stopp unter Artefakte nochmal meinen Ring aus und anziehe und dann könnten wir das Ganze mal angehen. So. Okay, wieder so viel Lebensenergie verloren. So, haben wir denn hier noch irgendwo was? Nee, das wird's wahrscheinlich nicht. Das wird's wahrscheinlich alles gewesen sein. So. Und ich muss euch recht geben mit dem Loot Locator. Das hätte ich, auch wenn der Renderer richtig funktionieren würde, hätte ich das wieder rausgenommen. Weil ihr habt recht, das macht zwar die Sache einfacher, aber aufgrund, dass ich ein Forscher bin, möchte ich doch ganz gerne mal wieder so in diesem Modus weiter erfahren. Ja, und übrigens, bleiben wir hier wieder hängen. Haha, gut, dass uns das jetzt passiert. Jetzt müsste gleich nochmal kommen. Nee, doch nicht. Das liegt übrigens am Renderer in dieser Version. Bei dem alten gab es diese Hakeler nicht. Das ist hochinteressant, auch mal zu wissen. So, wir wollen jetzt gleich zur Gerichtsverhandlung. Da müssen wir um 13 Uhr pünktlich da sein, also bis mittags schlafen. So, dann sind wir auch wieder ein bisschen hier aufgewertet. Dann haben wir sozusagen noch eine Stunde Zeit, um da mal ja vor dem vor der Geschichte zu warten. So, auf in die Hafenstadt einstecken. So, und dann es kann auch sein, dass Carsten irgendwo ist, hier nach Corinnes gewandert ist, weiß ich nicht, oder er ist an dem Gerüst links vom Rathaus? Glaube ich nicht. Ah, lass uns mal ein bisschen hier durch die Gegend gucken. Schauen wir mal, ob er hier irgendwo ist. Hier. Nein. Das ist nicht so fein. Ja, der Carsten. Vielleicht kann mir einer mal was schreiben. Oh, du bist der Gärtner. Yep, okay, dann bist du der Gärtner. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und zwar habe ich den Tipp auch wieder von Alain bekommen. Ja, das wird dann hier stattfinden. Oh Gott, so richtig mit Thron. Ich speichere mal.
Ja, und dann warten wir noch mal, bis die dann kommen. Aber das werde ich dann zeitlich überspringen. Es ist ja nämlich erst 12.21 Uhr. Nicht wahr? Und wenn dann irgendwelche Leute hier noch weiter reinkommen, rauskommen oder überhaupt, sorry, dann zeige ich das auch. Und dann blende ich das kurz ein. Okay. Ja, eine Minute vor 13 Uhr und schauen wir mal, ob irgendwie von außen schon ein paar Leutchen kommen. Gucken wir mal, wie alles, wer alles so hier ist. Ist ein Bürger, ist hier. Ranga ist hier. Oh, da kommt der Richter. Da kommt der Richter raus. So, Heckert ist hier. Bin mal gespannt. Hier ist der Richter. Der wird hoffentlich doch mal da Platz nehmen. Natürlich macht er das. Wie soll es anders sein? Herrlich. Den Angeklagten wird vorgeworfen, in mehreren Fällen Diebstähle und Einbrüche begangen zu haben. Ja. Bin aber nicht der Angeklagte. Achso, okay, ich mache eine Zeugenaussage. Warte mal, ich werde mal abspeichern. Hohles Gericht, liebe Geschwollenen, Angenagter. Ihnen wird zur Last gelegt, Sie hätten an den Mast gesägt. Das hat denn den Gast erlegt und das wird natürlich mit 5 Jahren Knast belegt. Das Urteil lautet Freibier oder so, wie es damals Otto Walkes mal gesagt hat. Okay, dann werde ich dem Richter mal meine Zeugenaussage geben. Nachdem wir das Urteil über die übrigen Mitglieder der Diebesgilde gesprochen haben, kommen wir nun zum letzten Verfahren. Ritter Roland. Ihr behauptet, dass der Bürger Gerbrand als Hehler für die Diebesgilde tätig war. Richtig? Ja, und es gibt auch einen Brief, der das beweist. Nun, bevor wir auf den Brief zu sprechen kommen, möchte ich euch ein paar Fragen stellen. Ui. Habt ihr Gerbrand dabei gesehen, wie er das Diebesgut verkauft hat? Nein, das habe ich nicht. Schade. Dann habt ihr wohl Gerbrand zusammen mit Mitgliedern der Diebesgilde gesehen? Nein, auch das nicht. Haben denn Mitglieder der Diebesgilde euch gesagt, dass der Bürger Gerbrand ihr Hehler ist? Nein, aber in dem Brief. Zu dem komme ich jetzt. Der Absender des Briefes soll zwar ein gewisser Gerbrand sein, aber seid ihr sicher, Ritter, dass der Angeklagte damit gemeint ist? Natürlich, wer sonst? Ui. Vielleicht ist ein anderer Gerbrand gemeint. Ich wüsste nicht, dass es noch jemanden auf Korinnes gibt, der so heißt. Mag sein. Vielleicht aber ist der Name eine bewusste Irreführung, die uns auf die falsche Fährte führen soll. Falsche Fährte? Das verstehe ich nicht. Nun, welcher Verbrecher wäre so dumm, seinen eigenen Namen unter ein Schreiben zu setzen, was ihn belasten könnte? Irgendein Verbrecher wird vermutlich Gerbrands Namen für seine dunklen Zwecke missbraucht haben. Dieses Schreiben ist vielmehr der Beweis, dass Herr Gerbrand unschuldig ist. Es ergeht daher folgendes Urteil. Was? Herr Gerbrand ist unschuldig und wird daher freigesprochen. Sobald die üblichen Formalitäten abgeschlossen sind, wird er auf freien Fuß gesetzt. Aber... Das Verfahren wird somit eingestellt. Na, was ist denn das für ein Richter? Zeigt mir den Rücken? Das gibt's doch gar nicht. Also, wir brauchen mehr Indizien, Leute. So, der Richter ist natürlich jetzt in seinem Moonwalk drin. Warte mal. Doch, ich kann ihn unterbrechen. Ihr lasst jetzt Gerbrand frei. Ihr lasst Gerbrand frei? Du hast es ja gehört. Aber mehr werde ich dazu nicht sagen. Warte mal. Okay. Wo ist denn Gerbrand? Ist der hier überhaupt dabei? Sieht nicht so aus. So. Eckart, hast du was zu sagen? Nein. Bürgerin, Bürger, Bürger. Noch ein Bürger. Bürger, Bürger. Manga. Sagt wahrscheinlich auch nichts mehr. Gut, gucken wir mal ins Tagebuch. Ja, ich werde Zeuge vor Gericht geladen. Die Verhandlung beginnt morgen um 13 Uhr. Genau. Und ich fasse es nicht. Der Richter hat Gerbrand trotz des belastenden Briefes von Buß freigesprochen. Ich sollte mit Lord André hierüber reden. Ja, da ich ein bisschen juristisch bewandert bin, eigentlich ganz gut bewandert bin, kann ich da auch ein bisschen urteilen drüber, dass... Auf der einen Seite hat dieser Richter natürlich recht, dass jeder das draufgeschrieben haben könnte.
Und auf der anderen Seite sind Rolands Aussagen natürlich auch sehr schwammig, weil er Gerbrand ja nie gesehen hat und er auch noch verneint hat, dass die Hehler Gerbrand gesehen hätten. Ja, jetzt zu Lord André. Ich dachte, jetzt wäre das eine riesige Verhandlung und ich könnte ein bisschen was auswählen. Naja, aber egal. Kleiner Fauxpas ist, dass der Richter die ganze Zeit mit dem Rücken zu mir stand. Okay, dann werden wir mal André berichten. Und außerdem verstehe ich gar nicht, dass Gerbrand nicht dabei ist. Der hätte auch mal eine Aussage machen können. Ja, André, was sagst du dazu? Der Richter hat Gerbrand freigesprochen. Ja, das habe ich gehört. Anscheinend gab es nicht genug Beweise gegen ihn. Das stimmt. Da kann man leider nichts machen. Ehrlich gesagt kann ich das Urteil des Richters nicht nachvollziehen. Der Brief von Buß ist doch Beweis genug. Das finde ich auch. Sollte der Richter vielleicht bestochen worden sein? Halt, so etwas sollst du gar nicht erst denken. Ein königlicher Richter ist so lang unschuldig, bis man das Gegenteil beweisen kann. Erst wenn du Beweise hast, würde ich mich mit dieser Sache beschäftigen. Mhm, noch was? Gibt's denn hier noch das Urteil? Ich vermute, dass Gerbrand den Richter bestochen hat. Doch solange ich keine Beweise habe, wird Lord André nichts unternehmen. Ich müsste herausfinden, wo der Richter das Gold versteckt hat, das er von Gerbrand bekommen hat. Aha. Also gehen jetzt da die Indizien hin, dass der Richter von Gerbrand bestochen worden ist. Das Gold finden, das ist ja mal wieder der Hammer. Das heißt, ich müsste wieder zurück. Sowas alles. Tja, Sachen gibt's. Ich werde mich mal dann auch ganz schnell mal schleunigst hier wieder in die Oberstadt begeben. Und wo könnte das Gold sein? Ich habe jetzt nur einen Hinweis. Richterhaus, wo war das nochmal? Ach, das war ja oben rechts. Im Rathaus. Sehr komisch. Okay, da wollen wir der Sache mal nachgehen. Roland. So, Herr Richter. Du wirst ja nichts mehr sagen. Wir haben Ulkig Hut. Hier gibt es Larius Truhe. Brauchen wir ja gar nicht. Aufmachen. Gibt's denn eine Richtertruhe? Oder soll ich den Richter mal umhauen? Mal gucken, ob er was dabei hat. Ich weiß es nicht. Sagt Cornelius, was? Kann ich dir helfen und sonst? Aha. Kann ich dir helfen? Ich komme alleine klar. Lass mich in Ruhe. Okay. Tja. Wo könnte das Gold sein? Da müsste ich nochmal irgendwie mal mein Gehirn kramen, um zu gucken, wo es sein könnte. Hochkommode. Irgendwie, irgendwo. Ja. Wo könnte das Gold sein? Oben sind zwar Sachen, aber hier ist noch eine Statue, aber die nehme ich nicht. Oder nehme ich sie doch? Ich speichere mal. Okay, hat er nicht gesehen. Ja. Okay, da werde ich mal kurz templieren. Templieren. Ich bin kein Templer. Kontemplieren meine ich natürlich. Vielleicht war ich im Kamin. Noch nicht fündig geworden. Im Haus des Richters. Hier ist der Richter. Okay. Das sollte normalerweise ein Schlüssel sein. Ja, Leute, ich musste nachgucken. Das gebe ich ja offen zu. Aber hier ist kein Schlüssel. Kann auch sein, dass ich den schon lange, lange eingesteckt habe. Ja. Oder ist noch ein Kamin irgendwo? Glaube ich nicht.
Nein, hier ist Schlafzimmer. Da einen Kamin zu haben, wäre ungemütlich. So, hier noch. Da ist noch ein Kamin. Ne, das ist ja der Larius-Kamin. Nope. Okidoki. Ja. Dann müsste ich mal gucken. Und zwar im Off. Ob ich eventuell den Schlüssel schon habe. Dann melde ich mich wieder. Ich habe alle Schlüssel bis hierhin durchgesucht. Jetzt kommt mir gerade der Richter entgegen. Leicht kann ich es schaffen, dass er... Ah, Moment mal, dann ist das das Richterhaus. Okay. Wenn er hier hingeht, dann habe ich ja völlig falsch gesucht. Erdbürger. Kamin, 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 Kamin. Nein. So, schnell nach oben. So, dann hier. Da ist er. Da ist er, da muss er sein. Hallo. Jedenfalls sehe ich doch hier was. Da steckt so halb Dings drin. Turmschlüssel 9, okay. Wow, haben wir gefunden. Turmschlüssel 9, also ist das Ganze hier im Turmschlüssel. Tschüss, Richter. Ich habe mal eben deinen Schlüssel genutzt. Also das ist auch wichtig. Ich dachte, der hieß jetzt Richterschlüssel oder sowas. Turmschlüssel 9. Kann das sein, dass das der hier ist? Alter, Leute. So. Ich habe ja noch alle Türme ja noch gar nicht aufgemacht. Weil hier kommt man ja auch nicht ran, glaube ich. Oder der. Da müsste ich dann... Ne, das ist eine Werkbank und sowas. Da bin ich ja noch gar nicht rangekommen. Gibt es ja auch noch Loot, gut. Irgendwas mit... Altertjes? Nö. Turmschlüssel 9. Jedenfalls lag der da. Hier gibt es überhaupt gar keinen Eingang. Jedenfalls nicht auf dieser Seite. Hm. Dann haben wir hier noch einen Turmschlüssel. Dann muss ich wahrscheinlich rausgehen. Mal speichern. Und jetzt gucke ich nochmal, ob ich den Turmschlüssel 9 gefunden habe. Oder ob der hier drin ist. So. Wir sind ja hier gewesen. Keine Situation für den Buß. So, oder er ist jetzt wieder... Da ist er. Schade, hier steht leider nicht drin, so als Beschreibung, dass das eventuell zum Richter gehört. Oder habe ich auf dem Kamin von Richter gefunden. Ja, Turmschlüssel 9. Dann gehen wir mal außen rum und gucken mal. Ja, da komme ich ja gar nicht hin. Doch, eventuell doch. Ja. So, vielleicht irgendwie... Nee, hier komme ich auch nicht. Stopp, was war hier noch? Hammer. Turmschlüssel 9. Könnte jetzt hier... Nee, ich glaube, das wird nichts. Von der Seite... Nee, von der Seite kommen wir nicht hin. Ach hier, Moment. Kriegsarmbrust. Hier ist auf jeden Fall viel zu holen. Okay. Kriegsarmbrust. Okay, dann Pakete mit Bolzchen und die Truhe muss hier geknackt werden. Okay. 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 Da haben wir's. Oh, was haben wir denn hier? Brief des Richters. Nachricht von Gerbrand an den Richter. Also doch bestätigt. Hier. Ja, es ist ja nicht zu fassen. Brief des Richters. Und 150 Gold. Da gucken wir jetzt mal nach. So. Ich habe ihn schon mal positioniert. Da ist er. Das Urteil. Euer Ehren, wie besprochen, erhalten Sie jetzt von meiner Frau die ersten 500 Goldstücke. Sobald Sie mich freigesprochen haben, werde ich Ihnen die übrigen 500 geben. Nie werde ich vergessen, wie großmütig Sie an mich gehandelt haben.
Okay, ehrfurchtsvoll Gerbrand. Also doch. Also doch. Ich habe einen Brief gefunden, der beweist, dass der Richter von Gerbrand bestochen wurde. Das Schreiben sollte ich Lord André zeigen. Wie wäre es, wenn ich erstmal den Richter damit konfrontiere? Ich möchte mal wissen, was er dazu sagt. Wenn er denn hier noch ist. Da ist er ja. Da ist er. Okay, ich speichere erstmal ab. Ja, ja. Die korrupten Richter. Auch das Bundesverfassungsgericht in Deutschland. Alle korrupt. Alle weisungsgebunden. Ich sag euch das. Gut, Herr Richter. Ihr habt euch von Gerbrand bestechen lassen. Was fällt dir ein, unverschämter Kerl? Dafür werde ich dich ins Gefängnis werfen lassen. Ihr werdet ins Gefängnis kommen. Ich habe nämlich den Brief gefunden, den euch Gerbrand geschrieben hat. Was wird wohl Lord André dazu sagen? Du hast den Brief? Ja, dann... Nun, man kann doch über alles reden, mein Freund. Hör zu, ich mache dir folgendes Angebot. Wenn du mir den Brief gibst und alles vergisst, sollst du von mir großzügig belohnt werden. Ich wäre bereit, dir die Hälfte von dem Geld zu überlassen, welches mir Gerbrand versprochen hat. Also 500 Goldstücke. Außerdem würde ich dir auch noch ein Elixier der Stärke anbieten. Nun, was sagst du zu meinem Angebot? Nix da. Nee. Angebot ablehnen. Ich lasse mich nicht bestechen. Ja. Ich werde jetzt zu Lord André gehen. Der wird dann weiter mit euch reden. Wie du willst. Aber du wirst es bereuen. Ja, wieso denn das? Wahrscheinlich hat Richter auch noch ein paar Schergen irgendwie in petto, ich weiß es nicht. Alter, das ist echt übelst, liebe Leute. Hammer. Ja. Wow. Und ich hab's mir schon fast gedacht. Ah, da hat Roland doch einen guten Riecher gehabt. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja. Griechenland gab's ja mal Fackelar. So nennt sich das, wenn man Bestechungsgeld an Beamte übergibt. Fackelar heißt Umschlag, also ist griechisch und heißt Umschlag. Und da hat man dann halt eben, so, hier kann man ja noch mal drüber reden. Das ist, das hat sich über, ich sag mal, über Generationen hat sich das so dort, so etabliert. So, Andrechen, bist wieder oben, was? Liest wieder deine Zeitung oder so. Okay, André, dann hey, mach mal was. Gerbrand hat den Richter bestochen. Hier ist der Beweis. Tatsächlich, er wurde bestochen. Das ist unangenehm, sehr unangenehm. Auf jeden Fall ist Gerbrands Freispruch ungültig und er wird weiterhin in Haft bleiben. Dafür werde ich sorgen. Das ist gut. Doch was wird mit dem Richter? Werdet ihr ihn zur Rechenschaft ziehen? Ich werde ihn zur Rede stellen und ihm sagen, dass ich so ein Verhalten von ihm nicht mehr dulden werde. Wie? Mehr nicht? Sollte er denn nicht seines Amtes enthoben werden? Eigentlich ja. Aber was würden die Bürger dazu sagen, wenn das bekannt würde? Sie würden das Vertrauen auf die Obrigkeit verlieren. Das dürfen wir gerade in diesen unsicheren Zeiten nicht zulassen. Wie wahr? Daher bitte ich dich nicht nur, nein, ich befehle dir, über diese Angelegenheit zu schweigen. Richtig ist das aber nicht. Genau. Das Ansehen der Obrigkeit ist wichtiger. Und nun werde ich nichts mehr zu der Sache sagen. Wenn ihr meint... Hey du. Nee. War früher so und heute ist es immer noch so. Ja, dann gucken wir nochmal, ob Gerbrändchen da noch drin steckt. Hallo? Interessant, Gerbrand, der wird zwar angezeigt mit... Ah, ich gehe mal näher ran, ich mache einfach mal auf. Also sowas. Na, wie gefällt es dir in der Zelle? Ja, okay, da gibt es nichts Neues drin. So, machen wir die Schatten wieder dicht. Also echt schön. Also.
Dann gucken wir nochmal. Aha, erfüllte Mission und das Urteil. Ich habe Lord André mitgeteilt, dass der Richter sich bestechen ließ und ich ihm den Brief als Beweis übergeben habe. Also Lord André wird zwar den Richter zur Rede stellen, aber sonst nichts gegen ihn tun. Er befiehlt mich, über diese Affäre zu schweigen. Immerhin wird Gerbrand weiterhin im Gefängnis bleiben. Aha, das heißt also, wenn ich jetzt zum Richter ginge und ihn versuche nochmal anzuquatschen, ich glaube nicht, dass ich da Erfolg haben werde. Gut, dann werden wir mal uns zu Dandolo stellen, mal abspeichern. So, habe ich auch noch ein bisschen überlegt. Vielleicht könnte ich ja noch ein bisschen Kohle machen, indem ich noch zu Bospa gehe oder erstmal ins Hafenstädtchen rein. Zum Fischhändler. Ja, ich weiß, es ist die falsche Richtung, aber ich will da noch mal gucken, ob ich hier irgendwas vergessen habe auf dem Dach. Bei den Dächern von Corinnes. Na ja, okay. Jetzt. Ja, da sollte man auch drüber gehen. Und wo ist der Fischhändler? Hat der eigentlich auf? Ja, wird wohl so sein. Ach, sein Kumpel ist auch noch da. Moment mal, das sind doch auch Hehler. Beziehungsweise Spione. Herr Jemine. Naja, sicherheitshalber mal eine andere Geschichte anziehen. Ich weiß es nicht, ob da irgendwie was ist. Machen wir denn hier mal verstärkte Assassinenrüstung? Nein, wir machen mal hier wieder mal eine Bootsmannrüstung an und kleiden uns normal. Finger. Hey du! Alle Goldteller und Goldkelche verkaufen. Komm wieder, wenn du goldene Teller oder Kelche hast. Okay, habe ich nicht. Ich habe auch nicht nachgeguckt im Inventar. So, was kann er mir nochmal? Der Halvor? Alle Silberteller. Komm wieder, wenn du Silber... Okay, hab ich auch nicht. Hätte ich vorher nachgucken müssen, aber ich wollte auch ausprobieren, ob die... Nee, die sind... Die bleiben unbescholten, die beiden. Ja, ja. Ja, dann haben wir... Oh, was ist eigentlich mit Gerbrands Frau? Hey! Hat von all dem nichts mitgekriegt. Die vermisst ihn auch nicht, oder wie? Hätte ja sein können, ne? So, Bürgerchen, Bürgerin. Ja, ja, okay. Wo will ich denn jetzt hin? Ich wollte noch mal eine Nacht nächtigen. Oder ich gehe erstmal zu Bospa hin. Da habe ich ja noch ein paar Fälle. Auch habe ich da jetzt nicht nachgeguckt und, mal gucken, ob es zu viel ist. Wildschwein wollen zu verkaufen. Ah ja, okay. Gut, ich verkaufe. Ja, aber noch ein bisschen was ihr kriegt. Das ist auch gut. Was haben wir denn an Gold insgesamt? 6852. Schön. Können wir ja dann bald und sicher. Ist das wirklich wahr? Zum Bett gehen. Da sollte ich noch irgendwie was bei Constantino kaufen. Los. War da noch was? Nee, das habe ich schon gemacht. Unwetter von jemanden. Ja dann. Gibt es nichts mehr zu reden? Dann lege ich mich jetzt schlafen bei Hanna und ein bisschen hakelig. Sind denn die Companions schon hier? Nein, sind noch nicht hier. Die Companions. Ja, liebe Freunde. Falls da noch was ist mit dem Urteil oder sowas, es ist aber eigentlich abgeschlossen, schreibt mir gerne was in die Kommentare. Ich werde an dieser Stelle aufhören. Gut, okay, so ein bisschen früher geworden. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Also bis dann. Macht's gut. Tschüss.